Apfelkompott oder Apfelmus. Einfach selber machen. Ganz schnell und ganz lecker. Erstmal die Äpfel schälen, waschen, schälen und kernen und in Stücke schneiden. Wir sehen uns gleich. So, die meiste Arbeit ist natürlich das Schälen. Manche schälen sie auch nicht. Da, klar, in der Schale ist ja viel Vitamin C drinnen. Aber naja, ich mag es halt ohne Schale, meinen Apfelkompott. Die Äpfel sind dieses Jahr nicht so besonders groß, sind klein, aber fein, macht halt viel Arbeit, bis man die kleinen Äpfel schält. Vom Geschmack her tut es nichts Schlechtes, vom Geschmack sind sie gut, bloß der Sommer war halt zu trocken, zu warm, hat die Feuchtigkeit gefehlt in den Bäumen, obwohl ich sie gegossen habe. Die Äpfel sind klein geblieben dieses Jahr. Aber einen Apfelkompott kann man trotzdem draus machen. Ich mache hier weiter. Tue ich ein bisschen Wasser rein. Mehr nicht. So viel Wasser reicht, nur dass sie nicht mehr anlaufen. Dass sie die Farbe nicht wechseln. Kommt auch ein Schluck Zitrone. Könnt auch frische Zitrone nehmen oder auch einfach nur Zitronensaft. Den, wo du zur Hand hast, den kannst du nehmen. So, und dann schneide ich die Äpfel, bis der Topf voll ist. Das sehen wir uns gleich. So, Freunde, ich habe ein paar Äpfel geschält, geschnitten. 1 Liter Wasser rein, einen Schluck Zitrone rein. Wir machen den Ofen an, den Herd. Und lassen das mal kochen. Ein paar schneide ich noch. So, nach 10 Minuten köcheln geben wir ein bisschen Zucker rein. Das würde ich nach Geschmack machen, ne? Jeder so, wie es ihm schmeckt. Weil jeder Apfel ist ja auch anders. Die einen Äpfel haben mehr Süße, die anderen haben mehr Säure. Also das muss dann nach Geschmack machen. So, und jetzt lasse ich es nochmal 10 Minuten köcheln. So, jetzt habe ich das eine halbe Stunde köcheln lassen. Immer schön gerührt. Jetzt haben wir noch Stücke drin. So ist es fast ein Apfelkompott. Wenn du es pürieren willst, kannst du es pürieren. Dann hast du einen Apfelmus oder Apfelbrei, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ich lasse Stücke drin, weil mir gefallen Stücke drin. Und fülle sie in gesterilte Gläser rein. Und dann hast du was auch für den Winter. Jetzt ist gerade Äpfelzeit, also ab in den Garten, Äpfel sammeln und macht euch einen Apfelkompott, Apfelbrei, Apfel was auch immer. Gibt viele Namen dafür. Und so fülle ich mir Glas für Glas ab. Oh, heiß, heiß, heiß. Heiß. Land, wo wir gekleckert haben, ein bisschen sauber waren. Deckel drauf und auf den Kopf. So wird es gemacht. So, ein paar Gläser habe ich jetzt abgefüllt. Das bleibt für uns übrig. Als Nachtisch. So, die Herdplatte ist noch heiß. Da kommen jetzt die heißen Gläser drauf, dass die langsam sich abkühlen lassen können. Bleiben die schön zusammen warm. Die drehen wir auch um. So, und das da auch noch dahin. So, dann bleiben die warm, kommt eine Decke drüber und alles wird gut. Und du hast Apfelmus oder Apfelkompott für den Winter. Und den probieren wir jetzt dann noch. Also probieren wir mal. Ohne Stückchen. Schmeckt lecker. Wer will, kann auch Zimt rein tun oder Vanillezucker. Süßen kannst du so, wie du es willst. Ja, das schmeckt gut. In diesem Sinne, euer Matze, nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren. Wie macht ihr euer Apfelmus oder Kompott? Bis dann. Ciao, ciao, Matthias.